Servus zusammen, es ist, was haben wir überhaupt? Dienstagabend, den 5. Juli. Das war ein ziemlich anstrengender Tag heute, fand ich. Und hier geht es in diesem Clip geht es um die Nasdaq. Und die hat heute, wie ich finde, eine sensationelle Performance gemacht. Vor euch liegen der Monatschart, sprich eine Kerze, ein Monat, und zwar aus dem Jahr 2012. Mit den Fibos kann man immer spielen, was die Zeiteinheiten geht, aber das wollte ich euch mal zeigen, das finde ich nämlich ganz interessant. Also hier 2012, da waren wir 2470 hoch bis zu dem High, 10-Jahres-Trend. Da haben wir ziemlich genau auf das 38,2er Retracement aufgesetzt. 11.354, wir waren ein bisschen tiefer. Ich gehe mal näher ran, man sieht, was da noch ist. Und zwar ist hier das untere Monatsband. Wo ist es denn? Es ist ganz genau bei 11.252. Wir sind vom MACD her noch negativ. Und wir sind auch noch negativ, aber heftigst überkauft über den Oszillator. Ich sehe hier nicht mehr so viel Platz, dass wir vielleicht hier runtergehen können. Wir haben auch gleich da die 200-Wochen-Linie. Das ist möglich. Die 11.000, das sieht man hier auf der Woche, hat da sogar eine richtige Bedeutung. Hier wird es mal näher ran. So. Die 11.000, hier ist sie. Da ist jetzt momentan das untere Wochenband. Die 200-Wochen-Linie. Und das haben wir ganz häufig umkämpft. Da hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechs, sieben, acht, neunmal. Und neulich auch da kurz vorher verweigert, die zu nehmen. Also die 11.000 hat eine erhebliche Bedeutung. In der Woche dreht der Oszillator schon nach oben. Und das MACD ist stabil. Ich behaupte, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen aufdrösel, dass wir hier eine Bodenbildung anfangen. Die kann noch mal kurz unter die 11.000 gehen, ja, wenn wieder irgendeine wilde Nachricht kommt. Aber im Großen und Ganzen macht es mir nach diesem Abverkauf hier von 16.800 runter auf die 11.000, mache ich mir nicht mehr so viel Sorgen. Auch heute wieder, und ich fand das erstaunlich, wir haben 400 Punkte während des Tages gemacht. Der DAX war minus 3%, 3, irgendwas während des Tages. Und die Amis waren bei 11.000, ich glaube 361 irgendwann mal in der Vorbörse. Und jetzt schließen sie gerade eben bei 11.771. Also sensationelle Performance gemacht. Ich rede ja auch ganz gerne noch mit Bankhändlern, da gibt es ja noch ein paar. Und der eine oder andere sagt, ja, wir stellen fest, dass europäisches Geld nach Amerika geht. Das kann ich mir gut vorstellen, dem kann ich mich absolut nicht entziehen. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, ihr erinnert euch an diesen Trade, den ich gemacht habe, Nasdaq Long und DAX Short mit einem Unterschied von 2250 Punkten. Der geht heute auf unter 800. Ich habe zugemacht bei 11.140, bei 1.140, aber der ist jetzt bei unter 800. Das bestätigt also diese Theorie dessen, was diese Händler mir gesagt haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Nachrichten hier sind insgesamt schlechter als über dem großen Teich. Gehen wir mal auf den Tag. Hier ist der Tag und da kommt jetzt auch dieser Trend. Ich habe blau eingezeichnet. Hier, das sind die langen Fibos, die 10-Jahres-Fibos, 11.354. So, wir haben jetzt diesen Trend hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal bestätigt. Der ist also, der hat Bestand. Ja, der ist wichtig. Da gucken doch schon einige Leute drauf. Und per heute, ne, ist eigentlich egal, per morgen ist er bei 11.846. Das sind gerade mal 70 Punkte. Das ist nicht viel. Für mich würde das aber nicht reichen, wenn wir da kurz mal so drüber schauen. Ich möchte dann schon dieses Zwischenhoch hier, und das lag, wo war das Hoch da? 12.177. Das müssten wir, um echt mal atmen zu können, was dann aber auch mit Sicherheit hierüber nach Europa kommt, also positiv, richtig schön einatmen zu können, müssten wir darüber gehen. Ja. Also machen wir mal, wenn hier jetzt also der Höchstkurs war 12.177, sagen wir mal, ja, 12.200 müssen wir schon schließen. Da muss man nämlich aufpassen. Es gibt hier noch dieses Gap vom 9.6. Und da war der Schlusskurs bei 12.270. Und da liegt auch gleichzeitig das obere Band. Also das ist schon hier ein Cluster. Es reicht nicht, wenn wir hier nur mal so ganz kurz drüber schauen. Also mir wird es nicht reichen. Der Stop ist aber relativ gut vorgegeben. Hier 11.000 respektive, da würde ich schon ein bisschen Abstand machen. Sagen wir mal, 10.900 wäre ein Stop. Da muss man raus.
dann geht es nochmal hier irgendwo ein bisschen weiter runter. Wir sind von der Tagestechnik ganz, ganz leicht positiv über den Trendfolger und der Oszillator dreht, wenngleich das für mich ja so ein Niveau ist, was ich nicht so besonders interessant finde, aber er dreht schon wieder hoch. Das hier war gut. Mal gucken. Schaut mal jetzt hier auf die Maus, hier unten, da. Und dann sind wir dann hier hochgegangen von, was war das, 11.400 auf über 12.000, also auf die 12.200 gerundet. Also ich finde den Nasdaq besser als den DAX. Und deswegen, ich habe diese Scheine hier ausgesucht. Und zwar ist das ein Call mit der Basis 10.938. Da sind wir also irgendwo hier unter dem unteren Band, unter diesem Low, was wir da neulich hatten. Das ist im Moment ein Hebel 14. Das ist die GK21HC. Den Put habe ich genommen mit über 12.000. Und zwar 12.651. Da liegen wir hier hinter dem Band, hinter dem Gap, hinter dem Trend, deutlich dahinter. Den gucke ich mir an, wenn wir hier Schwierigkeiten bekommen in diesem Bereich. Wenn der hier mit Stunden auf Stundensicht irgendwo wieder eine Umkehrkerze macht. 12.651 ist momentan ein Hebel von 13, es wird ein bisschen steigen. Und das ist die GK6CXG. Also ich finde tatsächlich auch einfacher zu handeln als der DAX. Der DAX heute erstmal wieder hoch reingekommen, überraschend, da ist hoch reingekommen. Und dann verliert er, was war das in der Spitze? Ich glaube 500 Punkte, oder? Ja, sowas in der Drehung. Das ist schon wahr, ne? Was mir aufgefallen ist, wer von euch sich auf die relative Stärke mal konzentrieren will, das waren überwiegend die Aktien, die eine schlechte relative Stärke haben. VW, Anilin, Covestro, jetzt mal für den Eurostoxx gesprochen, auch eine AXA, Daimler Truck. Überrascht hat mich MTU, aber ist halt so. Und selbst die Allianz, die haben sich ja auch mal 3% nach unten bewegt. Und also die starken Werte blieben stark. Das ist zum Beispiel sowas wie Sartorius oder Pernod Ricard. Selbst die Quia gehen waren ja noch in Ordnung. Und so ein leidiger Wert wie HelloFresh, der blieb auch frisch da oben. Und selbst die SAP haben sich gehalten. Aber die von der relativen Stärke her schwache Aktien bleiben schwach. Die werden irgendwann auch einen Turnaround machen. Die VW waren, glaube ich, heute sogar schon unter 120, aber jetzt sind sie gerade eben bei 122, 34. Die waren aber letzte Woche auch noch bei 143. Das darf man auch nicht vergessen. Also, guckt auf diesen Punkt hier. Ich gebe nochmal vor. Also für morgen liegt er so bei 11.800, ja, sagen wir mal 40. Und der muss aber drüber und der muss idealerweise über das Hoch vom 27.06. bei 12.177. Ich wünsche euch ein happy trading und fette Beute. Bye, bye.